Hallo und herzlich willkommen. Wer hat sich schon mal gewünscht, einfach selber Spielmodi zu bauen? Ich auf jeden Fall. Und Battlefield Portal lässt uns genau das machen. Also habe ich mir den Builder im Detail angeschaut und einfach mal den Modus Gun Game gebaut. Wie das geht und was noch alles möglich ist, seht ihr in diesem Video. Wir alle wissen, dass nicht alles gut läuft bei Battlefield 2042 und dass DICE hier noch eine Menge Arbeit reinstecken muss. Aber können wir mal das Augenmerk auf Portal richten? Und hier meine ich nicht die vorgefertigten Modi aus BF3, Bad Company 2 und 1942. Hier meine ich den Builder, welcher uns fast unendliche Möglichkeiten gibt, in einem mehr oder weniger übersichtlichen Tool eigene Spiele zu basteln. Und der ist der Hammer. Und für alle unter euch, die sich den Builder noch nicht angeschaut haben, hier einmal die Übersicht. Ihr findet den Builder nicht im Spiel, sondern müsst über euren Browser auf portal.battlefield.com und euch dort mit eurem EA-Account einloggen. Das ist der gleiche, den ihr auch für Origin benutzt. Nachdem ihr euch eingeloggt habt, seht ihr zunächst einmal die drei Titel, die ihr auch im Ingame-Menü seht. Und mit dem Modify-Button könnt ihr die grundlegenden Settings von Battlefield 1942, Bad Company 2 oder Battlefield 3 übernehmen und von dort aus die Einstellungen bearbeiten. Das war mir aber nicht genug, denn ich hatte mir im Vorfeld den Builder angeschaut und wollte etwas komplett Eigenes bauen. Um das zu tun, müsst ihr den Button Create Something New nutzen. Wenn ihr das tut, beginnt ihr den geführten Prozess, euch einen eigenen Spielmodus zu bauen. Wichtig ist hier, dass der Builder nur bei Team Deathmatch und Free for All funktioniert. Bei Rush, Conquest und Conquest Large könnt ihr nur die Einstellungen ändern. Das ist zwar auch cool, aber entspricht eigentlich nur dem, was Dedicated Server auch schon geboten haben. Ich hoffe, wir werden den Builder auch für die anderen Modi sehen. Da ich mir ein Gun Game bauen wollte, habe ich also Free for All gewählt. Ach ja, da manche vielleicht nicht wissen, was ein Gun Game ist, hier nochmal schnell die Erklärung, denn diese Information ist wichtig, um gleich alle Einstellungen nachvollziehen zu können. Bei einem Gun Game starten alle Spieler mit der gleichen Waffe und bekommen nach einer vorgeschriebenen Anzahl Kills die nächst bessere Waffe. Der erste Spieler, der durch alle Waffen kommt, hat am Ende gewonnen. Normalerweise startet man mit einer Pistole und schießt sich über Schrotflinten, SMGs, Sturmgewehre hoch, bis am Ende nur noch das Messer da ist und der finale Kill muss mit diesem gemacht werden. Genau so habe ich den Modus auch gebaut und damit zu den Einstellungen, die ich genutzt habe. Der Game Mode ist wie schon beschrieben Free for All. Nachdem man diesen gewählt hat, muss man die Map-Rotation festlegen. Hier habe ich einfach alle Maps ausgewählt. Letztendlich ist das einfach nur persönliche Präferenz und hier erstmal zweitrangig. Nach der Map-Rotation muss man festlegen, wie viele Spieler man maximal auf dem Server haben möchte. Gun Game ist ohnehin hektisch, deshalb habe ich mich für 32 Spieler entschieden. Die Squad-Größe ist bei einem Free-for-All ohnehin unwichtig und damit können wir direkt zu den Modifikationen des Spielmodus springen. Hier habe ich nicht viel geändert, da sich das Spiel grundlegend wie der Multiplayer spielen soll. Man kann aber einiges ändern, wenn man das nicht so haben möchte. So können Kugeln schneller fliegen, Schadensmultiplikatoren angepasst werden und vieles mehr. Ich habe in den Gameplay-Anpassungen nur ausgeschaltet, dass Spieler ihre Waffe oder Munition verlieren, wenn sie sterben. Wir wollen ja in einem Gun-Game nicht, dass sich jemand einfach eine höhere Waffe aufheben kann. In den Soldatenanpassungen habe ich wieder nur eingestellt, dass Spieler sofort sterben und nicht erst noch gedownt sind wie in Hazard Zone. Auch habe ich die Respawn-Zeit halbiert, da Gun Game Action geladen sein soll. Der Rest ist auch wieder Standard wie im Multiplayer. Es können aber viele Dinge komplett angepasst werden. Die Fahrzeugeinstellungen habe ich in meinem Setup übersprungen, da ich diese ohnehin deaktivieren werde, aber auch hier gibt es spannende Einstellungsmöglichkeiten. So kann eingestellt werden, dass Spieler Fahrzeuge nicht verlassen können. Das könnte man für ein Battlefield Rocket League nutzen. Schauen wir doch mal, was mir noch so einfällt. Im User Interface Screen können dann noch alle Anzeigen an- oder abgeschaltet werden. Es wäre also ein leichtes, einen Hardcore-Modus zu bauen. Zu guter Letzt gibt es dann die Einstellungen für die KI. Ich habe fürs Testen 10 Bots hinzugefügt, die aber durch echte Spieler ersetzt werden, wenn diese auf den Server joinen. Nach den Einstellungen folgen dann die Einschränkungen. Hier legen wir fest, welche Klassen Spieler auswählen dürfen und welche Waffen, Ausrüstungen, Mods und so weiter genutzt werden dürfen. Ich habe mich für das BF 2042 Setting mit allen Spezialisten, aber keinen Gadgets entschieden. Alle Attachments sind erlaubt, aber die Waffen sind bis auf die Startpistole deaktiviert. Das gibt uns die Grundvoraussetzungen für ein Gun Game, ein Free-for-All mit allen Maps, auf denen wir mit allen BF 2042 Spezialisten ohne Fahrzeuge und Gadgets und alle mit der gleichen Waffe starten.
Und von hier geht's direkt ins Eingemachte, dem Regeleditor. Nicht erschrecken, das sieht erstmal verwirrend aus, ich habe mir aber auch direkt ein mittelgroßes Projekt gewählt. Also vielleicht kurz einmal zu den Grundlagen des Bilders. Auf der linken Seite habt ihr eure Bausteine, aus denen ihr einen Modus zusammenbauen könnt. Diese sind farblich gekennzeichnet. Lila sind Regelblöcke, gelb sind Aktionen und grün sind Variablen oder Berechnungen. Ein gutes Beispiel dafür, wie Regelblöcke funktionieren, sind meine ersten beiden Blöcke. In diesem lege ich fest, auf welchem Level ein Spieler gerade ist. Regelblöcke basieren immer auf entweder einem Event oder werden dauerhaft geprüft. In meinem Fall wird die Regel aktiv, wenn ein Spieler einen Kill macht oder gerade dem Server beitritt. Das seht ihr im Dropdown ganz oben in der Regel. Wenn die Regel immer geprüft werden soll, muss dort Ongoing ausgewählt werden. Dazu kommen wir aber noch. Macht also ein Spieler einen Kill, prüft das Spiel, ob es Bedingungen gibt, welche erfüllt sein müssen. In meinem Fall ist das nicht so, also werden direkt die Aktionen ausgeführt. Es wird also dem Spieler, welcher den Kill macht, ein Level zwischen 1 und 11 hinzugefügt und der Spieler bekommt sein Level als Text auf dem Bildschirm angezeigt. Was genau die einzelnen Blöcke machen, seht ihr im Übrigen, wenn ihr diese anklickt und auf Help geht. Danach folgen dann Regeln, wann ein Spieler eine neue Waffe bekommt. Das passiert immer mit einer Ongoing-Regel, bei welcher ich die genaue Anzahl Kills prüfe. Hier zum Beispiel bekommt der Spieler eine 1911 aus BF3, wenn er genau 2 Kills erreicht hat. Dazu gehört dann auch immer ein Block, welcher dem Spieler wieder genau die Waffe gibt, wenn er wieder einsteigt und noch nicht das höhere Level erreicht hat. Und um auf Nummer sicher zu gehen, verbiete ich den Spielern, auf die Primärwaffe zu wechseln. Das Ganze geht dann so lange weiter, bis der Spieler am Ende nur noch das Messer hat und mit diesem einen Kill machen muss. Der Spieler, der als erstes 21 Kills erreicht, hat gewonnen. Nachdem ihr das alles eingestellt habt, könnt ihr das gespeicherte Spiel direkt im Battlefield Client nutzen. Auch könnt ihr den Code des Spiels einfach mit anderen teilen, um es ihnen zu ermöglichen, selber Spiele zu hosten. Der Code meines Gun Games ist in der Videobeschreibung. Man könnte diesen Modus auch noch geschickter zusammenstellen, denn man kann frei Variablen bauen und Subroutinen erzeugen, aber das war mein erster Versuch und ich hatte noch nicht alles entdeckt. Aber schon dieser Versuch zeigt, wie mächtig der Builder ist und was alles mit ihm möglich ist. Ich habe zum Beispiel schon Zombie-Server gesehen, auf welchem sich alle Spieler gegen ein paar Zombies verteidigen müssen und alle, die gekillt werden, mutieren selber zu Zombies. Der letzte Überlebende gewinnt. Ich bin mir nicht sicher, ob jemals ein Spiel im Format eines Battlefields so viel gestalterische Freiheit geboten hat und das Modding, falls man es so nennen will, direkt mit ins Spiel gebaut hat. Die Probleme, welche gerade nach dem Launch noch bestehen, überschatten diesen Aspekt des Spiels in meinen Augen. Hoffentlich schafft es DICE, die Performance und die Bugs schnell zu beheben. Habt ihr den Builder schon benutzt oder wusstet ihr gar nicht, dass es diesen gibt? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und damit viel Spaß auf dem Schlachtfeld. Euer Zali.